Herzlich willkommen. Ich möchte auch heute wieder Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadamang Muniraja Sasonanto Sagamukadam Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das, denke ich, ganz gut in diese Jahreszeit passt. Es ist die Zufriedenheit. Es ist ja das, was uns zum Frieden führt. Und ich denke, dass das auch eine ganz schöne Ergänzung ist zu dem Thema, das wir letzte Woche hatten, die Dankbarkeit. Ich habe mir so kurz überlegt, was ist so der Unterschied von der Dankbarkeit und der Zufriedenheit. Und ich denke, die Zufriedenheit geht noch mehr auf die, ist noch mehr auf die Ruhe, auf die Stille ausgerichtet. Und die Dankbarkeit vielleicht hat mehr so was, ein bisschen was Freudiges in sich, also ein bisschen was Lebhafteres vielleicht in sich, wenn man das so unterscheiden möchte. Ja, das ist momentan die Jahreszeit, die uns eigentlich dabei unterstützt, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das ist die Jahreszeit, wo sich die Lebenskräfte nach innen ziehen, wo eigentlich das ganze äußere Leben zur Ruhe kommt. Und was ursprünglich auch die Idee oder der Gedanke von der Adventszeit war, das war ja diese besinnliche Zeit, eine Zeit, wo man tatsächlich auch sich genommen hat, wo man zur Ruhe gekommen ist. Und dann das Weihnachtsfest vielleicht als Fest des Friedens auch gefeiert hat. Stille Nacht, heilige Nacht, das ist ja dieses Lied. Also wenn man sich das so mal kurz vergegenwärtigt, das ist schon was sehr Ruhiges, was sehr Friedliches. Stille Nacht, heilige Nacht, da kann man ja ganz gut reinspüren. Das ist ja so das eigentlich bekannteste und berühmteste Weihnachtslied. Und das ist auch ein Lied, das uns, das die meisten Menschen auch sehr berührt. Da ist irgendwas in uns, geht da in Resonanz, irgendwas möchte da vielleicht auch mal zu Wort kommen oder gesehen werden oder entfaltet werden oder entdeckt werden. Leider muss man sagen, ist es in der heutigen Zeit so geschäftig geworden, dass diese natürliche Qualität, dieser natürliche Ablauf so fast nicht mehr vorhanden ist oder fast nicht mehr zum Wirken kommt, weil diese Vorweihnachtszeit oder Weihnachtszeit dann schon eine sehr geschäftige Zeit ist mit viel, ja, mit viel Aktion, mit viel Begegnung, mit viel Geschenke kaufen, mit viel Vorbereitung, mit viel, viel, viel. Dieses Jahr ist die Weihnachtszeit wieder ein bisschen anders. Natürlich ist diese Corona-Geschichte begleitet von schwierigen Aspekten, das ist überhaupt keine Frage. Also bei manchen Menschen geht es ja richtig an die Substanz, an das Eingemachte, wo es tatsächlich auch nicht mehr so klar ist, wie soll es weitergehen. Das ist natürlich schon etwas sehr, sehr Schwieriges. Das Positive ist vielleicht,
dass wir momentan fast ein bisschen gezwungen werden, auch so runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, weniger Begegnungen, weniger Aktion, weniger Einkaufen, weniger Geschenke machen, weniger, ja, oder nochmal vielleicht eine andere Art von Geschenke machen, nicht immer dieses Einkaufen, habe ich schon für alle genug, und wo man ja jedes Jahr auch so ein bisschen am Ringen ist. Und ja, wir haben jetzt bei uns auch ja mal so gesagt, es ist möglich, was zu schenken, aber absolut kein Muss, oder eher ruhig auch da in dem Bereich auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, in die Einfachheit zu kommen. Also ich denke, das tut uns allen sehr, sehr gut. Vielleicht diese äußere Unterbrechung, möchte ich fast sagen, oder diese äußere Entschleunigung oder dieses äußere, ja, Lockdown, vielleicht auf eine positive Art und Weise auch zu verwenden, um wieder mehr zu spüren, was macht denn diese Jahreszeit auch mit uns, was passiert denn da, was ist dieses Lichterfest auch, was das ja auch schon ein vorchristliches Fest war, das gab es ja auch schon bei den Heiden, und war immer natürlich auch die Wintersonnenwende, die 21. Dezember eigentlich, die Wintersonnenwende, wo dann die längste Nacht und der kürzeste Tag anfangen sich wieder zu verändern, wo sich das dann wieder verschiebt, wo das langsam, so diese Nachtqualität, diese, ja, wo man eher sagt, die dunkle Qualität, die, manchmal sagt man auch die weibliche Qualität, wo sich die dann wieder verändert und wieder sich zurücknimmt und diese aktive Qualität mehr in den Vordergrund kommt, bis dann eben im Sommer am 21. Juni wieder diese Umkehr da ist, wo dann die kürzesten Nächte sind, die längsten Tage sind und wo dann wieder die Umkehr stattfindet. So ein Prinzip, das wir auch in der chinesischen Tradition haben, wo es dieses Yin und Yang gibt, wo auch dieses Männliche und Weibliche, dieses Dunkle und Helle, dieses Aktive und Passive angesprochen wird, und wo aber immer schon auch, das ist dieses schöne Zeichen, das kennen ja die meisten, wo in der Dunkelheit auch schon wieder das Licht enthalten ist und im Licht dann schon wieder die Dunkelheit enthalten ist, oder im Weiblichen das Männliche auch enthalten ist, im Männlichen das Weibliche enthalten ist, im Aktiven auch schon wieder die Ruhe enthalten ist, in der Ruhe die Aktivität auch enthalten ist. Also ich, fällt mir gerade ein, ich habe da zu dem Thema auch meine Abschlussarbeit gemacht in Innenarchitektur. Das war eigentlich so eine ganz besondere Situation, weil gerade in dem Jahr, wo ich die Abschlussarbeit gemacht habe, hatten wir so ein alternatives Thema, und dieses Thema hat geheißen eine Raumzeitmaschine. Und ja, für mich, ich habe damals schon meditiert, für mich war klar, Raumzeitmaschine muss natürlich was mit Meditation zu tun haben. Also das ist ja eigentlich die Qualität oder die Übung, die uns rausführt und rausholt aus unserem linearen Zeitverständnis und aus unserem sehr, sehr begrenzten Raumverständnis und uns hineinführt in etwas viel Weiteres, Offeneres, Lichteres, Weiteres, manchmal auch Dunkleres. Ja, und ich habe da so einen Meditationsraum gebaut, wo tatsächlich auch genau diese Prinzipien von Licht und Dunkel so zum Tragen gekommen sind, wo ich ein Achteck gebaut habe und vier Seiten von dem Achteck waren offen und vier Seiten waren geschlossen. Ich habe dann auch das damals selber genäht. Ich habe da mit Stoffbahnen gearbeitet, dass ich die dunklen Bahnen genäht habe, und dann waren eben die Zwischenbahnen. Und dann in der Mitte war eine Art Laterne, gehangen, wo ich auch wieder dieses Prinzip der Durchlässigkeit und der Geschlossenheit auch verwendet habe. Ich habe das dann auch mit so Spiegeln gebaut, die von der helleren Seite zurückreflektieren. Und ich habe dann in der Mitte von dieser Laterne eine Kerze gestellt gehabt, und wenn man dann bei der Dunkelheit von
außen nach innen geschaut hat, und da waren da unendlich viele Kerzen zu sehen. Also das war ja so auch ein Versuch zu zeigen, was die Meditation auch ist, dass man sozusagen von einer äußeren Welt kommt und dann immer näher in so eine Innenwelt geht und dann mehr und mehr in die Innenwelt eintaucht, und dann wird diese Innenwelt wird dann auf einmal wieder total unendlich. Man kommt von der Unendlichkeit, das sammelt sich dann, man kommt zu einem Konzentrationspunkt, und in diesem Konzentrationspunkt öffnet sich wieder die ganze Welt und auch die Unendlichkeit und Zeitlosigkeit. Aber es ist lange her, aber es ist mir jetzt gerade so nochmal so als Bild gekommen, weil ich da auch viel mit Yin und Yang gearbeitet habe und dann versucht habe, meinen Professoren dann das zu erklären, was ich da mir gedacht habe, und das nicht so ganz einfach war, das rüberzubringen. Naja, letztendlich hat es dann doch irgendwie geklappt und habe dann doch mein Diplom bekommen. Ja, Zufriedenheit, ja, vielleicht auch ein Thema, wenn wir was geschafft haben, wenn wir tatsächlich wo dann durchkommen sind oder das abgeschlossen haben, ist auch so eine Möglichkeit, wo wir dann auch eine gewisse Zufriedenheit auch damit entwickeln können. Ja, vielleicht auch so äußere Situationen auch sich mal zu überlegen, was unterstützt mich auch in einer äußeren Situation dabei, zum Frieden zu kommen? Vielleicht, was ist jetzt im Winter, was ist da so Besonderes, was ist da so unterstützend, eben zur Ruhe zu kommen? Und da muss man natürlich sagen, wenn man in einer Gegend wohnt, wo viel Schnee ist und wo dann wirklich so dieses Runterschneien stattfindet, das ist ja manchmal sehr, sehr beruhigend. Und dann, wenn dann die ganze Landschaft auch eingebettet ist und eingedeckt ist in diese Hülle, in diese unschuldige Hülle, und wo dann auch gar nicht so viel zu sehen ist, wo ganz einfach auch für die Sinne auch nicht so spektakuläre Situationen da sind, wo die Sinne auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Also das ist etwas, was uns, denke ich, alle sehr, sehr dabei unterstützt, auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zum Frieden, zur Zufriedenheit zu kommen. Ich weiß auch, wenn ich in Ladakh bin, das ist in der Mitte vom Himalaya, das ist auf 3.500 Meter Höhe, das ist so eine Gegend, wo nur noch Steine sind und wo wenig wächst, und das ist ein Projekt, das wir da unterstützen von Bhante Sangasena, der großer Freund, ein wunderbarer Mensch, wunderbarer Freund von mir oder von uns auch, der hat da ein Projekt aufgezogen, und wir vom Buddha-Haus sind Hauptunterstützer für dieses Projekt. Und ja, als Leiter vom Buddha-Haus wäre ich da auch immer wieder mal eingeladen, eigentlich jedes Jahr, aber das ist natürlich nicht möglich, und wäre da eingeladen, nach Ladakh zu kommen, in dieses Deva-Chan-Projekt, in diese Mahabodhi-Familie zu kommen. Und das ist schon auch was ganz Besonderes, da auch zu sein. Natürlich 3.500 Meter macht was mit einem, aber vor allem auch diese karge Landschaft, wo man denkt, da ist vielleicht zu wenig los, aber nach einer gewissen Zeit merkt man, Mensch, das tut total gut. Das tut total gut, nicht immer diese Sinnesreize zu haben. Also gerade vielleicht, wenn wir in einer Welt leben, kann man das noch besser nachvollziehen, in einer Welt, wo so viel angeboten ist, wo so viele Sinnesreize da sind und wo natürlich viel Unruhe und Geschäftigkeit und Herausforderung damit verbunden ist, und es tut uns manchmal so gut, einfach mal Ruhe, also auch schon von der äußeren Umgebung. Ich denke, das Gleiche wird auch in der Wüste auch stattfinden, wo es ja auch Retreats gibt, wo man in der Wüste machen kann und wo auch immer wieder berichtet wird, dass der Geist da eben in eine tiefe Stille und in einen tiefen Frieden auch eintaucht, die ganz einfach durch diese Situation auch gegeben ist. Ja, das ist, wir können natürlich nicht jetzt momentan sowieso nicht weder in die Wüste reisen noch nach Ladakh reisen. Wir müssen oder dürfen zu Hause bleiben. Aber wir können, denke ich, auch zu Hause uns Situationen überlegen oder Situationen suchen,
wo der Geist auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, wo wir runterkommen. Also es gibt ja auch Orte, wo das gut möglich ist. Zum Beispiel Kirchen sind ja Orte, wo an und für sich auch eine friedliche, stille Ausstrahlung haben. Und vielleicht jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit, wenn man, ja, man darf ja noch zumindest sich unter dem Tag gut bewegen und da vielleicht solche Orte auch aufzusuchen, weil jetzt, wo man gerade auch nicht mehr so einkaufen kann, nicht mehr in die Geschäfte gehen kann, also dann eben andere Orte einmal aufsuchen oder vielleicht auch in der Natur sich einmal darauf ausrichten, wo ist ein Ort zu finden, wo vielleicht nicht die Freude im Vordergrund ist, das ist auch natürlich eine Möglichkeit, wo eine tolle Schwingung auch da ist, sondern vielleicht auch mal zu untersuchen in einer Natursituation, in einem Wald, wo ist der friedlichste Platz, fühle ich mich am friedlichsten, am ruhigsten. Und gerade, also Wald ist ja auch ein großes Geschenk von der Natur, also das ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, wenn man in den Wald reingeht, als ob man so eine Art Naturtempel auch betritt, wo auch so eine natürliche, ja, so natürliche Ruhe auch da ist und die uns dabei unterstützt, natürlich in ein anderes Bewusstsein auch zu kommen. Also es sind Möglichkeiten, die wir haben. Aber natürlich auch, und das ist vielleicht fast noch wichtiger, es ist auch eine Einstellungssache, wie wir natürlich dem Leben, unserem Leben begegnen, wie wir es gestalten, wie wir eingestellt sind. Und ich denke schon, dass wir da auch viele Möglichkeiten haben, dem Leben so oder so zu begegnen. Und ja, ich erinnere mich da immer sehr, sehr gerne an die beiden alten Nachbarn vom Buddhahaus, ja, die ich regelmäßig besucht habe, den Adolf und die Dora. Das waren zwei so alte Bauersleute und die ein sehr, sehr einfaches Leben geführt haben, sehr viel arbeiten mussten, also ja. Und dann habe ich sie auch immer wieder mal gefragt, wie geht's euch denn? Also so wirklich so ehrlich gefragt, nicht wie geht's da so und sagt, ja, alles gut, sondern wirklich aus Interesse auch, wie geht's so alten Leuten, die so ein einfaches Leben haben. Und das war schon immer auch bemerkenswert, also das war immer eine sehr ähnliche Antwort. Sie haben immer wieder geantwortet, solange wir jeden Tag aufstehen können, sind wir zufrieden. Also es war, und das habe ich auch nie vergessen, also muss man sich einmal so auf der Zunge zergehen lassen, solange ich jeden Tag aufstehen kann, bin ich zufrieden. Vielleicht für sich selber auch einmal schauen, haben wir auch diese einfache Zufriedenheit, solange ich jeden Tag aufstehen kann, bin ich zufrieden, oder ist bei uns oft schon in der Früh das losgeht mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelcher Geschäftigkeit, mit irgendwelchen machen müssen, beweisen müssen, darstellen müssen, rechtfertigen müssen. So dieses guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? So diese Haltung. Oder können wir gleich den Morgen schon verwenden und zu sagen, solange ich gut aufstehen kann, bin ich zufrieden. Also das einmal zu verwenden. Und das ist für mich auch dieses Jahr auch nochmal, hat nochmal eine neue Bedeutung bekommen. Ich hatte im Juli eine Knieoperation, habe eine Teilprothese bekommen und hatte da tatsächlich die ersten Wochen große Schwierigkeiten, auch das Knie gut belasten zu können, gut abbiegen zu können. Und das war, und gerade die ersten Tage auch mich Position im Liegen zu finden, wo eben keine Schmerzen vorhanden waren. Also das war schon auch eine gewisse Herausforderung. Und ja, jetzt ist natürlich Zeit vergangen und bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation und kann das Knie wieder total gut bewegen und muss natürlich aufpassen, dass ich noch nicht überbelaste. Aber es ist so eine neue Dankbarkeit oder Zufriedenheit da. Solange ich jeden Tag gut aufstehen kann, bin ich zufrieden. Also das ist jetzt nicht mehr so selbstverständlich. Ja. Aber da gibt es, denke ich, ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir verwenden können, wo wir
ganz einfach den Geist auch ein bisschen anders ausrichten können. Wie gesagt, die innere Einstellung ist so wichtig, wohin wir unseren Geist richten. Ich hatte das letzte Mal davon gesprochen, auch von dieser Frau, die mit der Wünschelrute auch Wohnungen und Plätze auch untersucht hat. Ja, und am Anfang immer die Wünschelrute auf die Störfelder, auf die Spannungsfelder ausgerichtet hat. Vielleicht ähnlich wie wir uns verhalten, oder klar, es gibt Menschen, die sind von Haus aus mehr positiv, es gibt Menschen, die sind von Haus aus ein bisschen schwerer oder ein bisschen negativer auch, das ist klar. Aber grundsätzlich haben wir ja alle die Wahl, wohin richten wir denn den Geist? Und auch auf dem spirituellen Weg ist es auch nicht so selten, dass wir uns sehr, sehr viel mit Hindernissen beschäftigen, mit Schwierigkeiten, mit schwierigen Emotionen beschäftigen und dabei vollkommen vergessen, dass wir das andere auch da haben. Wir haben ja nicht nur die drei unheilsamen oder schwierigen Wurzeln in uns, sondern wir haben ja auch die drei heilsamen Wurzeln in uns. Wir haben ja nicht nur Gier, Hass und Verblendung, sondern wir haben ja auch die Großzügigkeit, wir haben ja auch die Liebe und wir haben ja auch die Weisheit in uns. Wohin richten wir unseren Geist? Und eben auch in Bezug auf uns selbst, wo wir auch eher so oder oft auch so eine Tendenz haben, unzufrieden mit uns selbst zu sein. Also das könnte doch noch ein bisschen besser sein, ich hätte doch das noch besser machen können. Und das ist noch nicht so gut gelungen. Und ja, da gibt es in der thailändischen Tradition gibt's ganz schönen Ausdruck, das ist eigentlich das Einzige, was ich an thailändischer Sprache weiß, das heißt Podi Podi. Podi Podi heißt so viel wie, es ist gut genug. Also da auch vielleicht einmal ein bisschen rauszukommen aus unserem Perfektionismus, aus unserem Leistungsdenken, oder, ja, gerade auch aus unserem Perfektionismus, wo wir dann oft so, es ist nicht ganz hundertprozentig geworden, und dann richtet man das Augenmerk, es ist nicht ganz hundertprozentig geworden, anstatt uns auf das auszurichten, was recht gut geworden ist. Also ich denke, da können wir alle gut noch lernen, da können wir ja unsere Einstellung noch ein bisschen schulen, da können wir, ja, da gibt es bei den meisten Menschen so Luft nach oben. Das ist ja auch so die bekannteste Geschichte von Ajahn Brahm, das ist ein englischer Meditationslehrer, Achtsamkeitslehrer, der in Australien ein tolles Kloster leitet, und der hat eine ganz tolle Art. Der ist zwar auf der einen Seite sehr traditionell und sehr diszipliniert und folgt den Regeln auch sehr strikt und leitet das Kloster auch entsprechend, und gleichzeitig hat er da so eine Fähigkeit, dass er sehr locker ist und sehr, also sehr offen und weit ist, wo man denkt, ja, das ist gar nicht so einfach, diese beiden Dinge zusammenzubringen, so diese Disziplin und streng die Regeln befolgen und gleichzeitig auch viel Humor und Lockerheit. Und ja, gibt es inzwischen auch zwei Bücher oder sogar noch mehr, also zwei Bücher auf der Bestsellerliste in Deutschland von Ajahn Brahm. Das eine ist Die Kuh, die weinte, das war mal sogar auf der Bestsellerliste ziemlich weit vorne. Das andere ist ein Buch mit dem Elefanten. Ich habe jetzt den Titel nicht ganz parat. Aber ich war nur unlängst in einem Buchladen und habe die beiden Bücher nach wie vor auf der Bestsellerliste gesehen. Also scheinen nach wie vor auch sehr gut zu gehen. Und eine der schönsten Geschichten in Die Kuh, die weinte, ist eben von den 998 sehr schön gemauerten Steinen. Ich denke, ist auch heute wieder mal die Möglichkeit da oder der Ort da, diese Geschichte auch zu erzählen. Und zwar haben Ajahn Brahm zusammen mit anderen Mönchen in Thailand gelebt, in einer sehr, 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 sehr armseligen Gegend im Nordosten Thailands, und haben da ihr Mönchstraining bekommen. Sie waren so die ersten westlichen Mönche, die dieses Training bekommen haben. Und inzwischen hat sich auch in Westaustralien die Western Buddhist Society gegründet gehabt und etabliert gehabt, und die wollten ganz einfach auch Mönche auch haben und haben dann eben von diesen westlichen Mönchen, die da in Thailand praktiziert haben, welche eingeladen und haben gesagt, wir haben da ein tolles Grundstück, wir haben da einen tollen Platz, und den habt ihr zur Verfügung, und da könnt ihr das zu einem Kloster machen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Mönche das gewusst haben, dass da auf dem Platz also gar nichts war. Also die sind dann sind dann tatsächlich zwei Mönche gekommen, also Ajahn Chagoro und Ajahn Brahm, haben sich bereit erklärt, eben diese Einladung anzunehmen und sind dann eben da zu dem Grundstück gekommen und da war halt nichts vorhanden. Also das gibt es heute noch, wo Ajahn Brahm am Anfang gelebt hat, das war so ein Wellblech, ja, so ein Tunnel, so eine Art Tunnel, wo er die erste Zeit gelebt hat. Das ist jetzt natürlich so, ja, sehr, sehr bekannt geworden. So eine Art Museumsstück auch. Also, das darf auch nicht, also, das ist eigentlich Schrott, würde man sagen, das kann eigentlich weg. Aber es ist natürlich hochheilig, weil Ajahn Brahm, ja, der Leiter vom Bodhinyana, da eben seine erste Zeit auch verbracht hat. Und dann natürlich auch immer, so hat man früher eben praktiziert, also da war alles noch viel einfacher und jetzt sind die Mönche verwöhnt und haben alle eine tolle Kutte und inzwischen auch scheinbar so eine kleine Heizung in der Kutte und es war früher eben alles anders. Ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, als ich selber noch Mönch war, war ich ein paar Mal in dem Kloster und habe da eben auch im Sommer die Regenzeit auch verbracht. Und wenn es bei uns Sommer ist, dann ist da eben Winter. Also und das muss man erst auch einmal so richtig erfassen. Aha, wenn ich da bin, dann ist das Winterzeit, fängt ja im Juli an. Und dann im Winter sozusagen in einem Kutte zu sein, wo Außentemperatur ja, so 3, 4, 5 Grad hat es da auch gehabt. Und dann drinnen war es dann auch so um die 10 Grad. Und das kann man schon auch einmal haben. Aber wenn es dann einen ganzen Tag 10 Grad hat, also ich weiß, ich habe es dann so gemacht, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe es dann, hat man dann, also meine Kutte hat sogar so einen Gasbrenner gehabt, sodass ich da so einen Wasserkocher, also Behälter da draufstellen konnte und den heiß machen konnte. Und dann habe ich mal eine Decke umgehängt und habe dann den Wasserkocher unter die Decke reingetan, sodass von innen ein bisschen warm worden ist. Also das war schon ein ganz gutes Training damals. Ja, auf alle Fälle haben die zwar ein Mönchstraining bekommen in Thailand, aber nicht ein Training, wie man mauert und wie man Häuser baut und wie man Kuttis baut. Und sie mussten sich das dann auch selber beibringen. Ja, und dann Ajahn Brahm hat das dann auch versucht und hat das scheinbar, also so ist die Legende, diese Mauer, also ist nicht mehr zu finden, die er da gemauert hat. Auf alle Fälle, die Legende sagt, er hat dann eine Mauer gemauert und die ist ihm auch im Großen und Ganzen sehr gut gelungen. Vielleicht war es eine Mauer von einer Kutte, vielleicht war es eine Mauer vom Essraum, vielleicht war es eine Mauer von einer Sanitäranlage, ich weiß es nicht. Und ist ihm sehr gut gelungen, bis auf zwei Steine, die eben so ziemlich schief in der Mauer drin waren. In Australien ist es so, dass es Zichtsiegelmauerwerk gibt, also dass man dann nicht verputzt, wenn es nicht so ganz gut gemauert ist, sondern dass man das dann eben auch danach noch sieht, wie es gemauert ist. Okay, diese zwei nicht so schön gemauerten Steine, das kennt man vielleicht auch, die ziehen ja den Blick, wie magnetisch ziehen die den Blick an. Und jedes Mal, wenn Ajahn Brahm dann da vorbeigegangen ist an dieser Mauer, dann hat er eben diese zwei Steine gesehen. Und er war dann scheinbar kurz davor, diese Mauer auch wieder einzureißen, wieder abzubauen, abzutragen und hat es dann jemandem erzählt. Und dieser jemand muss ein sehr weiser Mensch gewesen sein, weil er hat ihm da sehr tiefgehend und sehr weise geantwortet. Er hat gesagt, ja, du hast recht, diese zwei Steine sind tatsächlich nicht so schön gemauert. Aber die 998 anderen Steine, die hast du richtig gut hingebracht. Und das ist so eine symbolische Geschichte und deswegen erzähle ich es auch immer wieder, weil es sehr viel über unsere innere Einstellung auch aussagt. Also wir haben auch alle ein bisschen die Tendenz, unsere nicht so schön gemauerten Steine sehr gut zu sehen und sehr klar zu sehen und uns damit zu beschäftigen und eben einen Geist oft auch vollkommen dahingehend auszurichten auf diese Spannungsfelder, auf diese Hindernisse, auf die schwierigen Emotionen und vergessen dabei vollkommen alles andere, das ja auch vorhanden ist.
diese schön gemauerten Steine. Also so dieses halb leere Glas, halb volle Glas, was wollen wir anschauen? Und da ist vielleicht auch einmal ganz schön, sich einmal hinzusetzen und zu schauen, was sind diese 998 schön gemauerten Steine. Und das ist interessant, am Anfang tut man sich da ein bisschen schwer, dass man sagt, dass man das alles aufschreibt, was man kann und so. Und nach einer Zeit auf einmal fällt einem das noch ein und das noch ein und so. Und das sind alles Dinge, die man total als selbstverständlich nehmen. Also zum Beispiel, dass man schreiben kann, dass man rechnen kann, dass man Auto fahren kann und vieles, vieles mehr. Das ist so selbstverständlich, man macht es halt jeden Tag, deswegen kann man es und das kann ja jeder und das ist deswegen nichts Besonderes. Vielleicht auch da, okay, vielleicht kann es jeder, dass er rechnen und schreiben kann, aber auch das ist nicht so selbstverständlich. Auch da fällt mir immer dazu ein, die ganze sehr berührende Geschichte, die ich mit Bhante Sangasena auch erlebt habe, der Mönch, der in Ladakh dieses tolle Projekt aufgebaut hat. Und als er hier bei uns war und wir waren zusammen im Büro und ich habe einen Anruf bekommen und habe den Anruf gehört und habe dann eben die mitgeschrieben oder hingeschrieben, was da eben an Botschaft da war oder was ich mir merken wollte. Und dann sitzt er so neben mir und sagt auf einmal, nachdem ich da aufgehört zu schreiben, sagt er zu mir oder nach dem Telefon, it's wonderful how you write. Also ich war total irritiert, muss ich ehrlich sagen, weil das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Also it's wonderful how you write, es ist wunderbar, wie du schreibst. Also ich habe mir gedacht, ich habe dann auch nachgefragt, what? Und er hat dann nochmal, it's wonderful how you write. Also das ist, muss man vielleicht auch verstehen, er ist in Ladakh aufgewachsen, hat nicht die Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen und hat dann erst so im jugendlichen Alter lesen und schreiben gelernt. Also für ihn ist das was ganz Besonderes, wenn jemand gut lesen kann, wenn jemand gut schreiben kann. Er ist inzwischen ein toller Sprecher geworden, schreibt tolle Beiträge. Also ist ganz, also er hat da sehr aufgeholt, ganz im Gegenteil, er ist da eher in die Leader-Position gekommen. Aber damals war es eben so, it's wonderful how you write. Also ich wäre mein Lebtag nicht draufgekommen, mir selbst da mal auch das als was Positives zu sehen oder mir Anerkennung oder Wertschätzung dafür zu geben, dass ich schreiben kann. Und es hat schon auch eine Zeit gedauert, bis ich das konnte. Also das war ja damals mit den Schiefertafeln noch, wo ich noch in die Schule gegangen bin und dann hat man das A, ewig das A geübt und dann hat man wieder ausgewischt und dann hat man nochmal geübt und dann, bis man es einigermaßen konnte und dann hat man irgendwann gelernt, dass man den Buchstaben, andere Buchstaben natürlich gelernt, dass man den Buchstaben mit einem anderen Buchstaben verbindet. Also das war ja auch, das war dann so verbinden und dann weiterschreiben und so. Das musste man ja alles lernen. Das war ja nicht so, dass man gesagt hat, jetzt so schreibe ich und dann konnte man es, sondern es war schon richtige Arbeit und dann so, zweite, dritte Klasse ist dann schon ganz gut gegangen und dann, ich weiß nicht, da haben wir dann Wörter schreiben, das hat geheißen, wenn man geschwätzt hat oder wenn man irgendwas falsch gemacht hat, einen Fehler gemacht hat, dann musste man Wörter schreiben, das war so ein bisschen eine Strafarbeit und ich weiß nicht, ich habe dann aus der Fibel hat es damals geheißen, ich meine, das gibt es glaube ich alles nicht mehr, aus der Lernfibel hat man dann die Wörter abschreiben können, das waren dann so vielleicht 30, 40 Wörter zu einem bestimmten Thema und das war einmal Wörter schreiben und dann hat man, wenn man einmal Wörter geschrieben hat, das hat man dann sozusagen abgeben können, wenn man eine Strafaufgabe gekriegt hat oder so und dann, wenn man ganz was Schlimmes gemacht hat, hat man halt fünfmal Wörter aufgekriegt und so. Und ich weiß nicht, das habe ich damals schon einmal vorbereitet, dass sofort, wenn dann irgendwas, wenn man geschwätzt hat oder meistens war es ja, dass man einen Unfug gemacht hat oder also geschwätzt hat und dann ist der Lehrer, hat er gesagt, und man hat Wörter aufgekriegt und dann hat man das natürlich schon vorbereitet gehabt und hat dann das gleiche abgeliefert Wörter. Und so haben wir dann schreiben gelernt, schnell schreiben gelernt natürlich.
vielleicht auch eine Möglichkeit, wie wir unsere Einstellung uns selber gegenüber auch noch mal ein bisschen korrigieren können. Ja. So auch diese Haltung, dieses, es muss alles immer perfekt sein, das ist Podi Podi, das ist sowas Schönes, wo man merken können, auch andere, ja, ich bin heute ein bisschen Geschichten erzählen, aber das macht nichts, ist ja auch, wir sind auch in der Vorweihnachtszeit, fällt mir gerade noch eine andere Geschichte ein, und zwar auch wieder von dieser thailändischen Tradition von Ajahn Chah, der eben diese westliche Tradition auch sehr beeinflusst hat und mitgegründet hat, diese westliche Waldtradition. Und er war selber ein junger Mönch, das war so Anfang des letzten Jahrhunderts, war er in dieser armen Gegend in Nordosten Thailands, er war ein junger Mönch und da war es üblich, dass sich die Mönche selber die Roben genäht haben, das ist heutzutage ganz anders. Also da kriegt man, als Mönch kriegt man bei jedem Fest kriegt man Roben geschenkt. Also die Mönche wissen oft gar nicht, wohin damit. Aber damals war es eben so, er musste da selber die Robe nähen. Und der Stoff, das war auch so üblich, oder das war, man hat keinen Stoff bekommen und ist dann so auf die Leichenfelder gegangen, tatsächlich. Das ist so eine Tradition, die auch schon zu Buddhas Zeiten vorhanden war, dass man eben auf die Leichenfelder gegangen ist und dann die Stofffetzen, die da zu finden waren, die hat man dann eben sich genommen, haben ja niemand mehr gehört, und hat man sich genommen, hat die gewaschen und hat die dann zusammen genäht, sodass dann auch so dieser Flickenteppich auch bei den Roben entstanden ist. Heute macht man so pseudomäßig, dass man da so eine Art Flickenteppich macht oder dass man das so andeutet durch Nähte, und das ist auf diese Tradition zurückzuführen. Aber da war es eben auch noch so, sehr arm und er hatte auch scheinbar keine Nadel, hat sich aus einem Stück Draht, hat er sich so eine Nadel geschliffen so, und hat dann diese Nadel verwendet mit diesem groben Stoff, um sich da eine Robe zusammenzunähen. Und es war dann so, dass er sich in den Schatten gesetzt hat und halt diese Arbeit, das kennen wir ja auch alle gut, so hinter sich bringen wollte. Also so, das ist auch so ein typisches Charakteristikum für Unzufriedenheit. Dieses, es muss schnell gehen, abarbeiten, hinter sich bringen. Also, und er hat das auch versucht und hat das gar nicht gemerkt, wie die Sonne natürlich weitergegangen ist und er dann irgendwann schon in der Sonne gesessen ist oder schon ziemlich lange in der Sonne gesessen ist und er wollte es heute fertig kriegen. Und dann war auf einmal so der Abt hinter ihm gestanden und fragte ihn, ja, was machst du da? Ja, ich nähe eine neue Robe. Und dann fragt er mich, warum sitzt du da in der Sonne? Ja, ich wollte es hinter mich bringen. Und dann sagt er ab zu ihm, es ist nie fertig. Also es ist, wenn ich das immer sage, also es ist sowas Tiefgehendes, weil man es immer wieder vergisst, es ist nie fertig. Und wir haben ja alle die Einstellung, dass wir die Dinge ja so irgendwie hinter uns bringen wollen. Und wenn das noch gut ist und wenn man das noch fertig hat und das noch abgeschlossen ist, dann ist gut. Und ich weiß, also solange ich mich erinnern kann, hat mich das auch begleitet. Das war schon zu Ayakemas Zeiten, wo immer, nächstes Jahr muss ein bisschen ruhiger werden. Also muss man das große Paket sozusagen abgetragen haben und dann wird es ein bisschen ruhiger. Es ist wieder zu Ayakemas Zeiten, es ist ruhiger geworden. Auch, ja, hier ist es schon ruhiger geworden, aber ich denke, es könnte auch noch ruhiger werden. Es ist schon noch immer wieder auch dieses gewisse Geschäftigkeit auch da und ja, vielleicht auch so mangelnde Zufriedenheit, also dieses, diese Energie, die so in der Welt auch so zu finden ist, da wo ja auch so dieses höher, weiter, schneller und wo man dann auch nicht so ganz rauskommen kann oder dagegen ankommen kann, sondern auch irgendwo ist man auch beeinflusst, sodass man auch natürlich, wenn man so dieses Buddha-Haus-Projekt zum Beispiel hat, da ist schon auch, dass man denkt, ja, wäre schön, wenn man noch mehr Menschen in die Meditationshalle bekommen würden, und dann haben wir eben das Buddha-Haus nochmal angebaut
Und jetzt ist aber Lockdown und jetzt darf man eh nicht so viele Menschen nehmen und jetzt wäre es eigentlich auch ausreichend gewesen, wie es vorher war. Jetzt haben wir Schulden aufgenommen, jetzt müssen wir es halt irgendwie, die ganze Sache auch wieder gut hinbringen. Aber es ist schon auch so ein bisschen eine Tendenz, auch ja, noch mehr, noch weiter, noch schneller, noch perfekter, noch, dass noch mehr Leute teilnehmen können, dass noch die Kurse, ja, das, ja, und so weiter und so fort. Und da auch mal zu schauen, ob man da nicht vielleicht auch mal in eine Haltung reinkommen kann. Es ist okay, es ist gut genug. Es ist gut genug, es kann so auch weitergehen. Es muss nicht immer noch was dazukommen, noch größer werden, noch weitergehen. Also, ja, es fällt mir jetzt gerade unser Gemüsegarten ein. Wir haben jetzt so teuer auch wieder noch wieder erweitert. Das ist auch so, ja, es, der ist schon relativ groß, aber er könnte noch größer sein. Jetzt haben wir wieder ein Stück dazugenommen. Das ist was. So, so eine innere Tendenz ist was Schönes natürlich auch, dass was vorwärts geht, dass was, ja, dass Kreativität auch fließen kann, das wächst auch so. Und dann tun wir uns auch schwer, wenn es auf einmal wieder so eine Gegenbewegung einnimmt. Denn momentan mit Corona hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Gegenbewegung gegen dieses höher, schneller, weiter. Ja. Also zumindest ist es bei mir so, sowas da, dass ich das auch mehr und mehr wertschätzen kann, das entschleunigt und ja, also dieses Prinzip weniger ist mehr, ja, das ja total also unbekannt ist in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, in unserer kapitalistischen Welt, in unserer Gierwelt, in unserer ich-bezogenen Welt, ja, da ist weniger ist mehr, ist nicht gerade das Motto, das man lehrt. Es war mal ein Motto von einer Partei, die ÖDP, die hat das mal als Motto gehabt und die sind über 1% kommen die mit dem Motto nicht hinaus. Also die Leute wollen davon nichts hören, von dem weniger ist mehr. Die wollen hören, mehr ist mehr. Ja. Und, aber wenn wir genau hinschauen, wenn wir tatsächlich mal genau hinschauen, also ich habe jetzt heute von den Sinnen auch schon gesprochen, dass da auch weniger mehr ist, weniger Sinneseindruck uns ganz gut tut und vielleicht auch zu Hause das Zimmer, die Wohnung auch ein bisschen einrichten, dass weniger da ist. Auch, das ist ja auch was in der Zen-Tradition so was ganz Tolles ist, diese Zen-Gärten oder Sendo, so ein Raum, da ist ja eigentlich gar nichts drin, nur die Sitzkissen. Und wir haben ja auch versuchen, auch so wenig in den Meditationsräumen zu haben. Und dann die Gärten, die sie anlegen, da ist ja ganz, ganz wenig vorhanden. Und dann ist irgendwo ein kleiner Strauch oder eine kleine Pflanze, eine kleine Blume oder irgendwo so ein kleiner Wasserlauf oder so. Aber es ist sehr, sehr reduziert, also nicht so diese Fülle, sondern eher schlichter. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage auch da, wie kommen wir zur Zufriedenheit? So, die Zufriedenheit hat ja auch mit Wunschlosigkeit zu tun. Also mal keine Wünsche mehr zu haben. Das ist ja eigentlich letztendlich auch die Lehre vom Buddha, eben wunschlos zu werden, in eine tiefe Zufriedenheit auch zu kommen. Aber da ist schon auch immer wieder die Frage auch, wie, was unterstützt uns dabei auch? Unterstützt uns die Fülle dabei, weniger ist mehr zu erkennen und zu leben, oder unterstützt uns vielleicht auch die Askese dabei, tatsächlich in einem Leben auch auszuprobieren und mit wirklich so ein bisschen disziplinierter Askese auch eingeschränkt mit wenig zu leben. Letztendlich denke ich, muss jeder für sich auch selber ein bisschen rausfinden, was hilft mir dabei, mehr loszulassen, die Fülle oder die Askese, was ist für mich geeigneter, vielleicht auch ist das nicht immer gleich, vielleicht ist sowohl das eine als auch das andere geeignet oder das eine und das andere nicht geeignet, vielleicht ist ein mittlerer Weg auch geeignet, also das denke ich ist was, wo man selber auch rausfinden muss. Letztendlich, und das ist mir auf meinem Weg sehr, sehr bewusst geworden, damit man etwas loslassen kann, wirklich loslassen kann, müssen wir was anderes, was besser ist, bekommen. Das ist leider so.
damit man jetzt zum Beispiel diese Sinneswelt loslassen kann, müssen wir irgendwas dafür bekommen. Also dass dieser Kick durch unser Sehen, dass wir tolle Filme sehen, dass wir einen Kick durch das Hören, dass wir tolle Musik hören und dass wir tolle, erfüllende, ekstatische Momente erleben. Das ist nicht so einfach, das loszulassen. Ja, und dann, wenn wir in der Meditation die Anweisung bekommen, ja, jetzt richte ganze Aufmerksamkeit nach innen und entdecke da oder erforsche da oder befreie da dieses heile Potenzial, dieses wunderbare Sein, das du in dir trägst, und dann richtet man die Achtsamkeit nach innen und dann ist alles andere als Frieden und Liebe da, sondern es ist Enge da, es ist Ablehnung da, es ist Begehren da, und dann, wie funktioniert das jetzt? Wie kommen wir da an diesen heilen Zustand ran, an diese Erfülltheit ran, in diese innere Fülle ran? Letztendlich ist natürlich ein Übungsweg. Ein Übungsweg, das ist das, was eigentlich auf einem spirituellen Weg auch gelehrt wird, was wir in der Meditation auch versuchen, umzusetzen oder zu üben, dass wir mehr und mehr von dem loslassen, letztendlich, was uns immer wieder Schwierigkeiten verursacht, was uns immer wieder Leid verursacht, was uns immer wieder in die Ich-Bezogenheit auch bringt, wo immer wieder dieses Mein, Mir und Mich, dieses Ich-Gebäude so im Mittelpunkt steht und das wir versuchen zu stabilisieren, und da eben einen Weg zu beschreiten, der auf der einen Seite mehr und mehr das loslässt, was dieses Mein, Mir und Mich auch aus einem tiefen Erkennen, aus der Weisheit heraus, dass wir sowieso nichts festhalten können, dass uns nichts gehört, dass wir letztendlich alles loslassen müssen. Und warum halten wir jetzt fest und versuchen dadurch gewisse Erfüllung oder Befriedigung zu bekommen, wo das gar nicht möglich ist? Warum machen wir das? Warum versuchen wir das? Warum ist das unsere Haltung? Warum ist das unsere Übung? Warum ist das unsere Strategie? Und da eben zu erkennen, das kann so nicht funktionieren. Auch so eine gewisse Weisheit zu entfalten, die uns eben sagt, das ist der falsche Weg. Du kannst nicht durch Wunscherfüllung und immer noch mehr Wünsche erfüllen, dadurch irgendwann in einen friedlichen Zustand kommen. Etwas, was Wilhelm Busch auch sehr toll ausgedrückt hat, wo man eigentlich, man kann es nicht besser ausdrücken, wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden, du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also so, das ist eigentlich das, was tatsächlich stattfindet. Und das einmal zu erkennen, dass wir durch unsere Geschäftigkeit, durch unsere Höher, Schneller, Weiter, durch unsere Wunschbefriedigung, dass da nicht wirklicher Frieden, nicht wirkliche Zufriedenheit entsteht, sondern eher das Gegenteil, immer mehr Unzufriedenheit. Und das ist das, denke ich, was wir erkennen müssen, gerade in der jetzigen Zeit, wo vielleicht gerade durch den Corona nochmal so ein Lockdown stattfindet, wo man nochmal neu hinschauen können, um was geht es denn eigentlich? Ja. Und das ist vielleicht sogar die große Verantwortung, die wir hier in der westlichen Welt haben, in der Wohlstandsgesellschaft haben, wo wir ja erkennen können, Mensch, durch all das höher, weiter, schneller, mehr, haben wir nicht irgendwie einen Zustand von mehr Zufriedenheit erreicht, sondern eher immer noch mehr Unzufriedenheit. Also wenn man so mal in einer Fußgängerzone rumgeht oder mit dem Zug fährt oder was, die Menschen schauen nicht wirklich zufrieden aus. Wenn man dann eher in Ladakh ist und in dem Projekt ist, wo Bhante Sangasena da aufgebaut hat und dann im Altersheim vor allem ist, wo die alten Leute, die wirklich gar nichts haben, einfach da sitzen mit ihrer Gebetsmühle und die Gebetsmühle so drehen und dann halt sehr, sehr dankbar sind, wenn sie was zum Essen kriegen, wenn sie einen Raum haben, wo sie schlafen können, wo sie eben beten können dürfen. Also sagt Sangasena immer wieder, das sind eben die liebsten Menschen, die sind die zufriedensten,
Die sitzen da und sind total zufrieden. So wie diese beiden alten Bauersleute, Dora und der Adolf. Solange wir jeden Tag aufstehen können, sind wir zufrieden. Solange wir unsere Gebetsmühle drehen können, sind wir zufrieden. Was für ein Vorbild. Vielleicht können wir uns da Scheibe abschneiden, gell? Und mal so ein bisschen diese zufriedene Haltung auch einnehmen. In der Meditation haben wir auch die Möglichkeit, natürlich da Dankbarkeit, Zufriedenheit zu entfalten, als Vorbereitung auch für die Meditation. Es ist, ich denke, mit der beste Vorbereitung, die wir haben können, natürlich auch im freudigen Geist, aber gerade diese Zufriedenheit, die vielleicht auch mit der gewissen Reuelosigkeit zu tun hat. Da gibt es ja auch so eine überweltlich bedingte Entstehungskette, wo zuerst die Sila-Praxis geübt wird, die Tugend geübt wird, die fünf Tugendregeln auch eingehalten werden. Und dann ist ein automatisches Resultat, wenn wir Sila praktizieren, dass ein Gefühl der Reuelosigkeit da ist. Das ist klar, wenn man das einhält, dann hat man ein Gefühl der Reuelosigkeit. Und ein automatisches Resultat von der Reuelosigkeit ist, dass eine Zufriedenheit kommt. Und die Zufriedenheit ist dann mit Dankbarkeit und Freude verbunden. Und die Dankbarkeit und Freude führt den Geist dann, bereitet den Geist dann vor, dass er tatsächlich in der Meditation einmal in die Tiefe gehen kann, nach innen gehen kann, bei sich bleiben kann. Und das ist das erste Mal, wenn man das erlebt, dass man vielleicht eine längere Zeit auf dem Atem war und dann beruhigt sich tatsächlich der Atem. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch ein ganz einfaches Geschehen. Deswegen ist der Atem ja so geeignet, auch um zur Ruhe zu kommen, um zum Frieden zu kommen. Wir könnten ja auch irgendwas hernehmen, wo Tohuwabohu ist und versuchen, zur Ruhe zu kommen. Das würde uns ja wahrscheinlich überhaupt nicht gelingen. Das hat schon einen Grund, warum der Atem verwendet wird und warum das so ein einfaches Geschehen ist, um eben auch nicht diese Sinnesgeschichte zu unterstützen. Also man kann auf dem Atem bleiben, wenn es einem nicht zu langweilig ist. Das ist ja oft das Problem, das wir haben. Es ist zu wenig spektakulär, es ist zu langweilig. Und jetzt schon wieder auf dem Atem bleiben. Ja, und dann denkt man sich doch wieder, verliert man sich wieder in der Welt der Sinne, denkt sich schöne Geschichten aus, löst Probleme, plant, hofft, hüpft von einem zum anderen Thema und so weiter und so fort. Anstatt mit voller Dankbarkeit da zu sein und ach, ich muss nur den Atem erleben, sonst muss ich nichts tun. Danke, danke, danke. Also das wäre doch auch eine Möglichkeit. Und sich ganz dem Atem hingeben, und wenn wir mit der Einstellung uns dem Atem hingeben, dann wird er tatsächlich auch ruhig und der Geist wird gleichzeitig auch ruhig. Und es entsteht ein Zustand der totalen Entspannung. Das ist das erste Mal, wo man so das erlebt, wohin unser Geist gehen kann, was wir erleben können. Das ist so, wo manche dann sagen, ja, da war eine totale Stille da, da war nichts da. Aber das ist nicht ganz richtig ausgedrückt, es war nicht nichts da, sondern es waren in dem Augenblick nur keine Gedanken da. Und das wird im Allgemeinen als äußerst angenehm erlebt. Ja, und dann, wenn die Meditation noch tiefer geht, wenn wir tatsächlich in die Vertiefungen kommen, in die Jhanas kommen und tatsächlich der Geist nach innen geht und wir anfangen, diese Innenwelt tatsächlich zu entdecken, ist natürlich ein sensationelles Erleben, das da stattfindet, dass wir merken, Mensch, das, was wir immer gesucht haben, das, was wir in unserer geschäftigen Außenwelt gesucht haben, das ist ja tatsächlich in mir zu finden. Muss ich das einmal vorstellen? Das ist tatsächlich in mir zu finden. Und in der Außenwelt, wenn ich da eine gewisse Zufriedenheit erlebe oder Glückseligkeit erlebe, ist es ja immer auch nur ein äußerer Antrigger. Aber wo erlebe ich es denn? Wo erlebe ich denn Zufriedenheit? Wo erlebe ich Glückseligkeit? Doch immer im eigenen Herzen. Also das muss man irgendwann schon auch einmal verstehen. Und wenn wir jetzt einen Weg sozusagen uns kreieren, der uns da automatisch nach innen führt, wo wir jetzt nicht den Umweg über noch mehr und noch schneller und noch höher machen müssen, sondern tatsächlich nach innen gehen, durch eher weniger, durch Einfachheit, durch Schlichtheit, einfach sei das Leben.
schöne Stelle aus der Metta Sutta, nicht so geschäftig, einfach sei das Leben. Einfaches Leben. Und dann geht der Geist tatsächlich nach innen, und wir entdecken da ja neue Welten. Und in der dritten Vertiefung, und das ist auch etwas, was tiefe Einsicht auch nach sich zieht, das ist ein Zustand der totalen Zufriedenheit. Das ist ein Zustand der Wunschlosigkeit. Und da erlebt man das erste Mal, in dieser Vertiefung erlebt man das erste Mal, dass unsere Wünsche die Ursache für all unser Leid sind. Und dass keinen Wunsch zu haben, gleichbedeutend ist mit leidfrei zu werden. Also dieser Zusammenhang von Wünsche und Leid, wunschlos zu sein und leidfrei zu werden, der wird nicht nur erkannt, sondern es wird erlebt. Und das ist natürlich eine tiefe, tiefe Einsicht, die wir da haben. Und man rekapituliert hoffentlich nach so einer Meditation und schaut nochmal, was habe ich gemacht, wie bin ich da hingekommen. Vielleicht habe ich auch äußere Situationen verwendet, die mich dabei unterstützt hat, zufriedener zu sein, mehr da zu sein. Und irgendwas, vielleicht hat man tatsächlich einmal hat weniger gegessen, hat weniger geschaut, hat weniger gehört oder was auch immer. Und der Geist hat diese natürliche Tendenz gehabt, nach innen zu gehen. Grundsätzlich ist es ja so, und das ist ja fast das Absurdeste in unserem Leben, dass wir ja alle diese Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, nach Ruhe haben, nach Stille haben. Das ist ja etwas, warum Stille Nacht, Heilige Nacht so populär ist. Warum das Weihnachtsfest so was Besonderes ist, dieses in Stille, in Frieden zusammenzukommen. Und diese Sehnsucht, man müsste eigentlich nur einmal dieser Sehnsucht Raum geben, so dieser Bewegung auch nicht in die Quere kommen und das einmal laufen lassen. Und der Geist wird automatisch nach innen gehen, wenn wir ihn lassen würden. Das ist das Problem. Warum lassen wir ihn nicht? Ja, weil es eben auf Kosten unserer Ich-Bezogenheit geht, unserer Ich-Stabilität, unserer Ich-Absicherung geht. Ich denke, also bin ich. Und deswegen tun wir uns da so schwer, oder eher in dem Zusammenhang mit Zufriedenheit, mit Machen. Ich mache, also bin ich. Und deswegen tun wir uns so schwer, das einmal loszulassen, das Machen und das Denken. Im Gegenteil, das heißt, je mehr man macht, desto mehr Macht hat man, ja, desto mehr Ich ist natürlich da. Ja. Und dadurch wird geglaubt, dass man einen Weg zur Freiheit finden kann, einen Weg zum Frieden, zur Glückseligkeit finden kann. Buddha hat vor über 2.500 Jahren einen neuen Weg aufgezeigt. Jesus hat vor über 2.000 Jahren einen neuen Weg aufgezeigt. Die haben alle einen Weg aufgezeigt, der in Besitzlosigkeit bestanden hat. Was ist daraus geworden? Ja, tiefe Einsicht zu erkennen. Wenn man keine Wünsche hat, ist man glücklich, und nicht, wenn man viele Wünsche hat, ist man glücklich. Ja, es ist natürlich total gegen unsere Konsumgesellschaft, Buddha wurde zu seinen Lebzeiten wurde schon als Wachstumsvernichter bezeichnet. Also es hat sich nichts geändert, er würde heute auch nach wie vor als Wachstumsvernichter bezeichnet werden. Ja. Wird nicht das Bruttosozialprodukt ankurbeln. Also da kann man sicher davon ausgehen. Ja, das ist so, vielleicht nochmal gerade in dieser Weihnachtszeit, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, ein bisschen runterzukommen, sind nochmal ein paar Anweisungen, dass die Meditation, denke ich, was ganz Wichtiges ist, wo wir auch gerade, wenn wir nicht nach so viel unternehmen können, einfach mal vielleicht zu Hause die Zeit verwenden, um einmal zu uns zu kommen, Meditation zu üben. Ja, vielleicht da noch nächsten Samstag, am 19. Dezember, wird es einen
Achtsamkeits- und Übungstag geben, den wir live übertragen werden vom Buddha-Haus aus. Ich werde ihn anleiten, es wird Vorträge geben, es wird geleitete Meditationen geben, es wird Kontemplationen geben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, da mitzumachen. Jeder ist willkommen. Ja. Dann möchte ich heute auch noch die Gelegenheit wahrnehmen, euch ganz, ganz herzlich zu danken für eure Spenden, die jetzt die letzte Zeit doch vermehrt auch reingekommen sind. Also wir sind auch in einer speziellen Situation. Ja, wir können keine Gäste aufnehmen, wir können im Buddha-Haus auch keinen Kursbetrieb machen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das wissen alle, die irgendwas mit Gästebetrieb zu tun haben. Und ja, ich möchte große Dankbarkeit auch ausdrücken für all diejenigen, die uns auch in dieser schwierigen Zeit auch unterstützen, und sodass das auch einigermaßen gut weitergehen kann, sowohl das Buddha-Haus als auch die Metta-Vihara. Vielen, vielen Dank auch und danke für eure Aufmerksamkeit.